Halloali! Heute gibt es mit Reis gefülltes Zucchini dazu, eine Tomatensoße und ein Hähnchenspieß. Das Ganze ist etwas orientalisch gewürzt. Dazu benötige ich heute Zucchini, das sind hier diese Runden, die sind immer sehr praktisch dafür. Die werde ich mir nachher aufschneiden, aushöhlen. Dann koche ich mir den Reis. Dazu kommt nachher dann auch noch etwas Zimt, eine ganz winzig kleine Messerspitze, Nelke, zwei Kardamomkapseln, etwas Safran. Dann kommt noch Kokosraspel dazu, also diese Kokosschnitzel, das sind die etwas größeren, die röste ich mir vorher noch. Dann nehme ich Physalis, da kann man aber auch Sultanin oder ähnliches nehmen und noch einen Spritzer Limette. Für die Tomatensoße benutze ich dann heute meinen Sugo. Wenn man keinen Sugo hat, kein fertig gemachtes, selbstgemachtes, kann man auch diese passierten Tomaten nehmen. Die muss man dann aber noch mal ein bisschen nachwürzen mit Pfeffersalz und vielleicht ein bisschen Zucker. Da kommen dann noch zwei Zwiebeln, etwas Knoblauch ran, dann auch noch mal etwas Zimt, etwas Kreuzkümmel, eine ganz kleine Prise Nelke noch mal, eventuell noch etwas Zucker, Pfeffer, Salz und etwas geriebene Zitronenschale. Für die Hähnchenspieße habe ich mir zwei Hähnchenbrustfilets geholt. Die werde ich nachher marinieren und zwar nehme ich da Zitronensaft von dieser abgeriebenen Zitrone mit etwas Olivenöl, ein wenig Honig dazu, zwei Knoblauchzehen, einige Paprikaflöckchen ganz fein gemahlen schon, dann nochmal etwas Kreuzkümmel und etwas geräucherten Paprika und natürlich ein paar Spieße. Die Marinade habe ich mir jetzt aus den gezeigten Zutaten angerührt. Das Fleisch habe ich mir in kleine Portionsstückchen geschnitten, also so, dass es auch auf den Spieß passt. Hier ist natürlich mein Küchentuch mit reingefallen. Das lege ich immer ganz gerne unter, damit nicht so viel Restfeuchtigkeit da reinkommt. Jetzt wird das Ganze schön durchgemischt, sodass also auch an allen Fleischstückchen etwas von der Marinade dran ist. Und dann stelle ich das erstmal beiseite, am besten im Kühlschrank und lasse das so ein bisschen ziehen. Als nächstes mache ich dann die Tomatensauce. Ich habe mir hier schon mal 1,5 Löffel Olivenöl in den Topf gegeben. Das heizt sich jetzt ein bisschen vor, sollte aber nicht zu heiß sein. Ich möchte das jetzt alles gar nicht bräunen, sondern es sollen sich nur Aromen lösen, beziehungsweise die Zwiebel und der Knoblauch sollen glasig werden. Ich gebe das jetzt schon mal hier zu. Ich habe mir das hier klein geschnitten. Ich habe ja in diesem Falle Schalotten genommen. Es geht aber auch eine normale kleine Zwiebel. Wenn das dann jetzt alles ein bisschen glasig ist, dann gebe ich hier meine Gewürze dazu. Als erstes nehme ich mal hier den Zimt, dann nehme ich die volle Portion, die ich mir hier hingelegt habe. Dann kommt der Kreuzkümmel dazu. Da kann man eventuell auch noch ein bisschen mehr nehmen. Ruhig schon mal einmal so ein bisschen durchmischen. Schon sehr, sehr angenehmer Duft. Dann habe ich hier meine Nelke, davon nehme ich aber nur eine kleine Prise, nicht viel. So, das reicht auch schon. Und dann gebe ich auch noch von meiner Zitronenschale von der geriebenen dazu. Das Ganze rühre ich jetzt gut durch. Lass es einen ganz kleinen Moment so ein bisschen vor sich hin brutzeln, so dass sich die Aromen schön mit dem Öl verbinden können. Und dann kommt auch schon meine Sugo zum Einsatz. Da gebe ich jetzt das ganze Glas ran. Das spüle ich gleich nochmal aus. Erstmal hier ein bisschen durchrühren. Ich mache mal gleich die Flamme kurz aus und rühre das jetzt schön durch. Ja, und jetzt erhitze ich es nochmal vorsichtig und langsam. Und wenn es dann schön erhitzt ist, stelle ich es auch erstmal zur Seite und lasse es schön ziehen. Immer schön gucken, dass das Öl auch gut untergerührt ist, dass ich das schön mit dem Sugo beziehungsweise mit der passierten Tomate dann auch verbindet. Die Soße ist jetzt also gut heiß. Ich habe also schön durchgerührt, habe nochmal abgeschmeckt und habe also auch noch etwas mehr Kreuzkümmel ran gemacht. Vom Zucker, das hatte ich aber erwartet. Etwas noch Salz und etwas frisch gemahlenen Pfeffer. Das Ganze stelle ich jetzt erstmal zur Seite und lasse es dann noch eine Weile ruhen. Für den Reis habe ich mir jetzt hier 1,5 Gläser Wasser in den Topf gemacht. Gebe da jetzt auch gleich die Kardamomkapseln dazu, den Zimt, einige wenige Safranfäden. Da sollte man also nicht zu viel nehmen, sonst schmeckt das sehr schnell nach Medizin. Und dann kommt noch etwas Nelke dazu. Da nehme ich auch wieder nur die Hälfte. Das Ganze lasse ich jetzt kurz aufkochen. Wenn das Wasser dann kocht, gebe ich meinen Salz auch noch dazu und gebe dann den Reis dazu. Den habe ich vorher ein bisschen mit Wasser abgespült.
das Ganze lasse ich jetzt so einmal kurz aufköcheln und dann nochmal so etwa 20 Minuten ziehen. Und in der Zwischenzeit werde ich dann tatsächlich jetzt auch zu den Zucchinis kommen. Die Zucchini habe ich abgewaschen, habe sie nochmal schön trocken gemacht und schneide jetzt hier den Deckel ab. Das mache ich ungefähr einen Finger breit. Habe ich den Deckel jetzt hier runtergeschnitten. Dann nehme ich mir ein Löffelchen und steche jetzt erstmal einmal ringsrum Richtung Mitte ein und kann mir dann schon mal ein großes Stück hier relativ leicht rausnehmen. Wenn man es gerne für die Soße mitnutzen möchte, dann sollte man die Zucchini natürlich als erstes aushöhlen. Ja, immer schön so am Rand, es sollte nicht zu dick bleiben der Rand, sonst dauert es einfach zu lange, bis die durchgegart sind. Ganz durchgaren müssen sie im Übrigen auch nicht. Ja, sie können ruhig noch ein bisschen Biss haben. So. Und der nächste Schritt ist dann das Füllen. Der Reis ist jetzt gut gequollen. Das waren jetzt knappe 20 Minuten. Jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Limette mit rein. Ich nehme dann auch gleich hier die beiden Kardamomkapseln raus. Das ist ja mal ganz praktisch mit den Dingern, die schwimmen immer oben. Da braucht man nicht lange nachsuchen. Dann gebe ich hier meine Physalis mit zu. Die sind ja etwas größer als Rosinen, Sultaninen. Die habe ich also noch mal ein bisschen klein geschnitten. Dann gebe ich noch meine angerösteten Kokosraspeln dazu. Und das Ganze wird jetzt gut durchgerührt. Jetzt sind also alle ausgehöhlt. Ich habe mir das hier alles schon mal bereitgestellt. Und jetzt kann gefüllt werden. Ich nehme mir da einfach einen großen Löffel. Stopfe das hier so ein bisschen rein. Ja, so ein bisschen nachdrücken kann man. Aber nicht zu doll. Sonst ist das nachher alles verklebt. So. Eine kleine Kuhle mache ich hier oben noch. Da kommt dann gleich noch Soße ein bisschen oben auf. Die sind jetzt also alle gefüllt. Die Hütchen, die lasse ich erstmal weg. Ich stelle die jetzt erstmal etwa 10 Minuten so in den Kugelgrill. Und lege dann nachher unten rein nochmal die Hütchen von den Zucchinis. Die Spießchen habe ich mir hier hinten auch schon fertig gemacht. Das ist also das marinierte Hähnchenfleisch. Vorne und hinten habe ich mir jeweils nochmal eine halbe Zwiebel. In dem Fall ist es eine Perlzwiebel, also keine eingelegte, eine frische Perlzwiebel. Und so ein paar kleine Spießchen habe ich auch nochmal gemacht. Das bringe ich jetzt erstmal alles raus auf den Grill. Der Grill hat jetzt so ungefähr 150, 170 Grad. Jetzt kann also auch schon die Zucchini da rein. Es brutzelt jetzt schon mal schön. Ich schiebe das jetzt also ein bisschen zur Seite hier. Ich müsste das ja in zwei Töpfchen machen. Weil ich nicht so viel in einer reingekippt habe. Und dann lege ich hier jetzt mal so ein bisschen Alufolie oben drüber. Mal so ein bisschen und dann lege ich jetzt meinen Grillhalter da auf. Das ist so ein Gerät. Was heißt Gerät? Das ist halt einfach so ein Metallgestell, wo man die Spießchen so reinmacht. Das kann man dann so ein bisschen zusammenschieben. Hält die Spieße prima, kann man dann nachher relativ leicht einfach mal drehen. Ich mache das dann jetzt erstmal noch ein bisschen zu und beobachte dann die ganze Sache. Die Zucchini nehme ich jetzt schon mal raus. Die dürfte also gut sein. Bringe ich jetzt erstmal rein und dann lege ich aber nochmal die Alufolie rüber, dass es noch ein bisschen vor sich hin dämpfen kann. Die Spießchen waren jetzt gut 20 Minuten drin. Ich habe jetzt hier schon mal das Gestell geöffnet und nehme jetzt mal die Spießchen hier raus. Sieht also wunderbar aus, schön saftig. So muss es sein. Und bringe die jetzt in die Küche und dann wird angerichtet. Zucchini konnten noch ein bisschen ziehen. Da gebe ich jetzt also eine auf den Teller. Dann kommt noch etwas von der Soße dazu. Die kann also ruhig auch noch mal hier an der Seite ein bisschen langlaufen. Besonders schön ist, wenn man dann nicht hier an der Seite langkleckert, aber das passiert nun mal, das ist auch nicht weiter schlimm. Dann kommt mein Spießchen dazu. Lass dich ein bisschen blöd greifen gerade.
sauber. Dann habe ich hier noch eine Zwiebel, eine Frühlingszwiebel. Die habe ich noch ein bisschen vom Grill heiß gemacht. So, noch ein bisschen was grünet. Und so kann dann serviert werden. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen, einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!